wenn du so bist, einmal Kisten werfen, bitte. Oder was wir gerade so da haben. Und Busch. Tschüss. So, aha. Noch einer. Ihr seid ja aber lustig hier heute. Wird ja immer doller hier mit euch. Autschen war das, ne? Mhm. Kann ich verstehen. Nee, eigentlich bringt das nichts. So. Das war's. Tschüssi. Jetzt wäre es aber gut, wenn ich mal meditieren könnte. So ein bisschen, zumindest. Nur ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ui, da war aber viel. Wurfmesser, Florapilz, Laumspuröl. Als der letzte der Giax fällt, wendest du dich den Drakarim zu. Sie können die Kammer nicht betreten und haben keine Verstärkung mehr, die sie herbeirufen können. Aber sie wollen sich auch nicht überraschen lassen. Andererseits bleibt dir keine andere Wahl, als sie anzugreifen. Du nutzt deine Schwungkraft und stürmst auf sie zu. Auch wenn sie dadurch vielleicht den ersten Hieb setzen können. Für Sommerlund und die Kai. Jo, junger Mann. Jetzt musst du dich aber erstmal aufladen. Blöd, aber... So. Dann haben wir das. Ja, ja. Aber dann nützt es mir nichts. Ich muss trotzdem so eins. Ich brauche ja die Ausdauer. Tut mir leid. Ja. Auf gut Glück. Der nächste, bitte. Wir kommen ja hier aus dem Kämpfen gar nicht mehr raus im Moment. Am laufenden Band. Akkordarbeit. Oh, oh. Nicht gut. Sieht gar nicht gut aus. Ich hab's gewusst. Darf noch jemand? Erstmal ganz kurz, ja. Damit wir uns hier nicht... So. So. Muss ja mal irgendwo anfangen. Sehen die ab alle nicht klein? Okay, das war schon mal nicht schlecht. Versuchen wir erstmal das. Okay. So, Wölfchen bitte. Nach Möglichkeit. Wölfchen kann ich rufen. So. Weil wenn ich den ersten Mal kaputt habe, dann dürfte es ja mal besser werden. So. Der dürfte reichen. Ja. Okay, super. Das war, glaube ich, der, der mehr Lebenspunkte hatte. Probieren wir mal das. Okay, er ist ausgewichen. Jetzt brät er mir eine über. Mhm. Na gut, dann halt nochmal. Jetzt hat er noch 132. Was macht denn der Wolf mal wieder was? Junger Mann? Sie dürfen das auch machen. So, jetzt haben wir immer noch einen. Ich nehme mal den. Aber was ist denn mit... Ah. Jetzt verblutet er, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe, verblutet er. Genau, das war nämlich der Punkt. Jetzt habe ich... Das war... Tut mir leid für dich, aber... Manchmal ist das so, ne? La, 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 la. Okay. Gibt's was Gutes? Nochmal ein Arrestor. Schusskraft 30, der ist sogar noch besser.
Als die Soldaten der finsteren Länder bis auf den letzten Mann tot sind, drehst du dich um und siehst, dass Leandra so nah am Kammereingang auf dich wartet, wie sie es wagt. Du machst sie auf dich aufmerksam und wirfst das Chianti-Amulett in ihre wartenden Hände. Als sie es hat, hängt sie es sich um und stellt sich den wabernden Dämpfen. Die Magie des Talismans beschützt sie auf die gleiche Weise wie dich. Unter seiner Obhut nähert sie sich der Vorrichtung mit der Absicht, sie abzuschalten. Die Chianti-Vorrichtung ist antik und geheimnisvoll, doch dank Leandras Findigkeit und Geschick ist sie der Herausforderung gewachsen. Sie braucht nur wenige Sekunden, um die Bedienung der Vorrichtung zu durchschauen. Nachdem sie dies getan hat, wendet sie sich dem Impulsgeber zu und berührt einige Tafeln gravierten Kristalls. Die giftigen Dämpfe setzen sich wieder in Bewegung, kehren diesmal aber in die Vorrichtung zurück. Die Wolke wabert umher, während sie ins Zentrum der Kammer gesogen wird, wo sie rasch in dem Relikt verschwindet. Gut gemacht, sagst du ihr und bist ehrlich beeindruckt. Danke, mein Freiherr, sagt sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Aber sollten wir jetzt nicht von hier verschwinden? Ich habe so viel von diesem Giftraum gesehen, wie ich ertragen kann. Du folgst ihr nach draußen und bist ganz ihrer Meinung. Ist noch ein Stück, ne? Meditieren vielleicht? Ja. Sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Ja, fast. Ich bin fast voll. Es war ja klar, ich habe so viel meditiert heute. Irgendwann muss ich ja mal von einem gestört werden. La 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 la. Jetzt haben sie mich wieder überrascht. Dann dürfen sie wieder zuerst angreifen, wie ich das sehe. Ach nee, das Vieh schon wieder. Ich habe ihn vermisst. Ich habe ihn ja so vermisst, den kleinen Kerl. Ja. Mist. Das war Aua. War viel Aua. So. Komm. Es hat jetzt nicht so viel Aua gemacht, wie ich gehofft hatte, dass es Aua machen würde. Aber ich will mich hier auch nicht geschlagen geben. Das war jetzt auch schon mal Autschen. So. Okay. So, noch einmal. Das dürfte dann ausreichen. Dass der sich überhaupt in meine Nähe getraut hat beim Meditieren, da verstehe ich ja keinen Spaß. Busch. So. Schäm dich. Aber sowas von. Na gut. Gibt's Belohnung? Na bitte. So. Wurfmesser, Armbrustbolzen. Ich brauche ja immer ein bisschen Money. Darf ich jetzt nochmal neu meditieren? Bitte. Ich hoffe. Danke. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Ich brauche ja Ausdauer. Aber wenn ich Pech habe, erwischt es mich jetzt zum zweiten Mal. Ja, genau. Das war meine Vermutung. Aber okay, wir müssen es ja machen. Ich kann ja nicht alles verbraten. Von Händlern ist nicht mehr viel übrig, weil auch wenn ich auf dem Weg zum Händler bin, laufen wir Gefahr, dass wir angegriffen werden. Das ist ein anderer. Zwei andere junge Männer. Okay. Ich möchte jetzt auch bitte... Das war sehr gut. Es hat nämlich richtig wehgetan, wie ich das sehe. Dann haue ich euch noch jedem eine über. Und dann sollte das passen. Ja. Tot. Naja, ich sag mal so, die Kämpfe während der Meditation...
Aktionen sind auf der einen Seite blöd, weil ich dann nochmal von vorne anfangen muss, aber auf der anderen Seite kriege ich auch ein bisschen Belohnung. Das schadet ja eigentlich auch nicht. Ich bin ja immer ein bisschen knapp bei Kasse hier. Ah, wieder ein Dietrich. Ein Volko-Brombeer-Tinktur. So. Jetzt geht's wieder von vorne los. Und ich möchte nochmal meditieren. Ja. So. Jetzt fehlt ja aber nicht so viel Energie eigentlich. Dürfte es jetzt zu schaffen sein. Genau. Sehr gut. Merci beaucoup. Jetzt schnell da hoch. So. Guten Tag. Ja. Ihr seid froh darüber, dass die giftige Kammer weit hinter euch liegt, während der Tunnel vor euch gnädigerweise frei von Gefahren ist. Leider hält dieser Frieden nicht lange an. Hinter einer Felssäule Entdeckung zu hechten, ist für dich hier unten schon ganz selbstverständlich geworden und erneut werdet ihr dadurch vor der Entdeckung bewahrt. Im Raum vor euch sind unter rauen Bedingungen mehrere Giaks postiert worden. Der Raum wirkt so, als wären hier einst Dutzende dieser grauen Monster gewesen, doch du hast ihre Anzahl in diesem Tunnel kontinuierlich dezimiert. Allerdings agiert so eine große Gruppe Giaks niemals allein. Du bist nicht überrascht, als ein gewaltiger Gurgas in die Kammer stampft und seine Hand lange anbrüllt. Oknagunsa Mokso Kyganyak, Ekzizi. Unsere Meister Gunsa wird ungeduldig, findet sie. Die riesige Bestie durchquert die Kammer, um zu der sich hastig versammelnden Giak-Truppe zu sprechen. Selbst jemand, der die garstige Giak-Sprache nicht kennt, kann das nächste Wort verstehen, das der Gurgas hervorstößt. Leandra! Leandras Augen weiten sich vor Entsetzen, als die große Kreatur ihren Namen ausspricht. Woher? Flüstert sie schockiert. Woher kennt er bloß meinen Namen? Gunsa muss der Drakarim-Kommandant sein, der von Ftag aus alles geleitet hat. Offenbar konnte er einige Geheimnisse von Leandras Prototyp aufdecken. Schlimmer noch, er weiß von ihr. Das Bild nimmt immer mehr Gestalt an und es sieht nicht besonders hübsch aus. Du kannst nicht darauf warten, dass euch die Giaks beide finden. Du ziehst deine Waffe und zischst Leandra zu, dass sie versteckt bleiben soll. Was auch immer diese Unholde von ihr wollen, du kannst nicht zulassen, dass sie schnappen. Egal was passiert, versteck dich, bleibe in Sicherheit. Du verlässt deine Deckung und stürmst kopfüber auf den Gurgas zu. Akiyamasa, Okim Tagdok. Einsamer Wolf ist hier, tötet ihn, brüllt er, sobald er dich erblickt. Ich guck nochmal kurz, wie es mir geht. Aber es scheint mir ganz gut zu gehen. Kampf. Warte mal, ich tausche das mal aus. Ich nehme das mal sicherheitshalber mit. Okay. Kann ich da noch was? 5 und 2, okay. Gut, keine andere Chance, da müssen wir jetzt durch. Nützt ja nichts, wir müssen ja mal da vorankommen in unserem Tempel. Ach, er hier, ich habe ihn vermisst, so einen. Und immer diese Spuckerei. Anstand ist dir fremd,